Guten Tag. Skorpion hat den Hang, Krisen heraufzubeschwören und gegen den Feind dramatisch anzukämpfen. Dramatisch, das ist das Wort. Denn Skorpion hat eine ausgeprägte theatralische Ader und das ist das Geheimnis zur Selbstzerstörung. Also wie ich gesagt habe, Skorpion hat sehr viele Wunden, immer irgendwie, sexuell oder irgendwelche andere Wunden, das ist alles ausgedacht, solche Probleme gibt es gar nicht. Diese Probleme leben nur in der Seele von einem Skorpion. Ich war neulich in der Sauna und da war ein Männerpärchen, die gehörten zusammen. Und ich habe ein bisschen gelauscht, was die so reden. Und der eine hat zu dem Freund gesagt: Du hast Fußpilz. Und dann sagt er: Habe ich nicht. Doch, habe ich nicht. Und ich konnte so weiter nichts sehen. Aber etwas war da. Und der eine hat ihm erklärt: Ich habe mir heute Nägel geschnitten und normalerweise müsste ich Fußbad machen, aber ich habe keine Zeit gehabt und deswegen habe ich das nicht geputzt. Aber das ist so ein bisschen Schmutz hinter dem Nagel. Ich verstehe, was er gemeint hat. Normalerweise müsste man wirklich Fußbad machen oder das so schön abbürsten. Aber er hat ihn nicht gemacht und hat erklärt, dass er keine Zeit hatte. Aber der andere hat ihn so fertig gemacht und da habe ich später gehört, sie haben sich richtig gestritten. Also der eine ist da weg und hat alleine den Gang in die Sauna gemacht und hat seinen Freund vorerst ignoriert. Und wenn ein Nachbar eine Party macht und er hat mehrere Male zu dir gesagt, ich mache eine Party, egal ob das Abschiedsparty war oder Geburtstag, was auch immer, dann geht Skorpion nach unten trotzdem oder Skorpion ruft die Polizei und sagt, ich kann nicht schlafen, die Musik ist zu laut. Das ist natürlich, man kann das so und so sehen, nicht? Man kann sagen, mein Gott, wenn die da einmal Musik gemacht haben, weil die haben eine Geburtstagsparty, das ist okay. Aber Skorpion hat das erstmal toleriert und akzeptiert. Aber später ist er doch gegangen, weil er sich etwas überlegt hat. Das sind diese selbstzerstörerische, schreckliche Gedanken von einem Skorpion, dass er sagt, die wollen mich zerstören. Ich kann nicht richtig schlafen. Es geht um meine Gesundheit, um meine Nacht. Und solche Gespräche kennen wir. Das ist alles Skorpion. Und diese theatralische Ader, wie ich schon gesagt habe, alles mit Theater fortzuführen und daraus eine Szene zu machen. Und auch sexuell, darüber werde ich auch demnächst sprechen, hat Skorpion viele Probleme, weil er hat sich da etwas eingebildet aus der Vergangenheit. Das ist auch alles ausgedacht, das ist auch nicht so. Oder Skorpion hat plötzlich Lust auf irgendwelche brutale, ja, Praktiken und er interpretiert das, dass er muss sich irgendwie jetzt ausleben und aus der Vergangenheit lösen. Und deswegen macht diese Praktiken sehr gerne. Ja, wir müssen natürlich da zustimmen. Das muss uns gefallen und wir müssen sagen, ja, okay. Das haben wir gesehen in dem Film 50 Shades of Grey, nicht? Diese Praktiken, sexuelle Praktiken. Ja, beim Skorpion geht es darum, dass er Macht ausüben will. Und deswegen alles, was er macht, auch in den Firmen, in einem Team oder zu Hause mit
deine Frau und mit den Kindern. Das sind wirklich oft sehr brutale Praktiken, aber es geht darum, dass er Macht ausüben will. Ich habe neulich in einer Praxis gehört, da war ein Mann, der war Skorpion und er sollte mit dem Hund, der schwer, schwer krank war, zum Tierarzt fahren, um den einzuschläfern. Der hat mir aber erzählt, er hat das nicht gemacht, sondern er ist mit dem Hund zu Weiher und da hat er den so lange unter dem Wasser gehalten, bis der Hund tot war. Der Frau hatte das nicht erzählt, er hatte drei Söhne, die erwachsen sind, das hatte den Söhnen auch nicht erzählt. Und ich habe den auch gefragt, warum hast du das gemacht? Auf diese Weise ist auch eine brutale Weise und Art. Hatte mir natürlich sehr lange erklärt, dass das nicht stimmt, aber es ging um ihn und um seine Macht. Ich habe auch neulich mit jemandem gesprochen, mit einem Kind, der hat mir erzählt, dass, also erwachsener Mann, Junge, der hat mir erzählt, dass sein Vater oft irgendwohin mit ihm und dem Bruder irgendwo gegangen ist, schon damals auch Eis essen zum Beispiel, und hatte dem einem Kind Eis gekauft, aber dem anderen nicht. Und ja, das war natürlich eine tragische Sache für die Kinder, weil die werden das nie vergessen. Wenn man sadistische Eltern hat, dann bleibt das ganze Leben bei dir und wird dich immer beklagen. Ich habe auch eine Begegnung damals mit meiner Mutter, nicht so schlimm, aber meine Mutter hat mich immer geschlagen dafür, wenn ich Brötchen gegessen habe oder Brot oder Baguette geschnitten habe und Krümel sind da auf den Boden gefallen und Krümel waren überall. Meine Mutter hat mich dafür geschlagen, dass ich das nicht machen darf. Heute bin ich ein bisschen älter, aber heute, das gerade begleitet mich überall. Und wenn ich morgens Baguette schneide, oder abends, da darf nicht mal ein Krümelchen irgendwo hinfallen. Und wenn, hebe ich das sofort auf und denke ich an meine Mutter. Das ist halt so, dass diese Ereignisse und diese schrecklichen Arten und Sadismus von den Eltern und Machtausübung von deinen Eltern, Skorpione wollen das sehr gerne, das bleibt bei dir für immer. Ich bin Psychologe von Beruf. Ich habe so viele Therapien gemacht und das hat mir alles nicht geholfen. Bis heute denke ich daran, da darf kein Krümelchen auf den Boden fallen. Und bei Skorpion geht es darum, dass es sehr viele Beziehungen zerstören kann, Familien vor allem, Ehen und Freundschaften. Es geht dann nur um Macht ausüben. Aber für heute ist die Zeit um.